Liebe Zuschauer, guten Morgen. Die besten Coaches. Sagst du noch mal was spontan Lustiges? Wie klingt die Laura von Tocher? Ist geil. Sag mal. So, Steffen, jetzt gehen wir hier noch mal rüber, aber ich muss schon noch mal sagen, wie... Ich finde es wirklich, es ist wirklich sehr ähnlich, ne? Ja. Laura, ich liebe ja so tiefe Stimmen. Ich habe ja grundsätzlich auch eine tiefe Stimme. Aber ich bin heute Morgen aufgewacht und war Laura von Tocher. Ja. Was kann ich denn mal was... Sie sagt immer einen herzlichen guten Abend. Das ist mir aufgefallen. Einen herzlichen guten Abend. Herzlich willkommen. 1:1. Grill den Hänsler. Steffen, du hast Zimt, du hast eine Hühnchenbrust und du hast den Pak Choi. Auf die Plätze, fertig, los. Wow, bravo. Sehr schön. Lukas, erzähl. Wunderschön. Guten Morgen. Ich habe euch was mitgebracht. Guten Morgen. Wir hatten in der Woche mal... ...der Welt, man sieht es ihr nicht an. ich werde nichts rausriechen können, mutmaßlich. Ihr habt gesagt, es riecht eh alles gleich. Ja, klar. Du riechst nicht, ob es der Herbst ist oder was auch immer. Und das wollen wir heute testen. Das ist der Herbst, weil es ist orange und heißt Pumpkin Spice. So, riechst du die aber auch? Spielende. Kennst du die? Nein. Erriechst du sie? Das wollen wir gleich sehen. Ich habe natürlich noch zwei andere Duftkerzen geholt, die nicht nach Herbst duften. Lass und ihr klären lassen, bevor du ihn zerstörst. Bitte einmal ans Klavier, Herr Boschmann, auch du mit deiner Nase. Tausch doch, du bist ein bisschen kleiner, Laura. wenn ihr das Glöckchen hört, dürft ihr die Augen wieder öffnen. Ah, das ist wie bei Zimmerfrei. Bis dahin macht ihr die Augen bitte zu. Ich gebe euch die drei Kerzen nacheinander und ihr sagt mir bitte, welches war... Aha, wir dürfen jetzt also das Orange nicht sehen. Genau. Mm. Einmal bitte mit den Nasen nach vorne. Nein, nein, ihr kickt, ich halte sie euch hin. Genau, ich halte sie euch hin. Ach so. Einfach nach vorne kommen. Einfach nach vorne kommen. Komm mal mit, Laura, mit deinem Kopf. Genau, so, jetzt seid ihr beide zusammen. Wo ist sie? Ach so. Willst du uns verkuppeln, Lukas? Komm mal ran. Augen zulassen. Das ist die erste Kerze gewesen. Kann man vielleicht noch mal riechen? Das wird ja, nicht aber so es riecht intensiv, euch, aber es ist nicht merkt Herbst. Euch, Augen bleiben zu. Das ist ja für die Jahreszeit, das war Ostern. Es geht nur nach maximal. Vergammeltes Ei. Hier einmal bitte mit den Nasen wieder zusammenkommen. Das ist wunderschön. Augen zulassen, ganz wichtig. Das riecht Mann, jetzt gibt's immer, es wandert immer wieder durch das Gefühl. Das riecht wie Hagebuttentee. Wann ist Hagebutte? Das ist Herbst. Das riecht wie mein kleines Pony früher wieder. Es ist jetzt eher so was Cherry-artiges. Weil ich muss das dritte noch mal riechen. So riecht doch kein Pferd. Das war das zweite. Augen bleiben geschlossen. Augen bleiben geschlossen. Gab es ein Pferdeparfum? Nicht schmulen, Boschi. Nicht schmulen. Hier kommt die nächste Kerze. Was ist denn schmulen? Ja, schmulen, wenn man so durchguckt durch die Augen. Wo denn? Was ist das denn? Das ist Weihnachten. Oh, wenn so meine Wohnung riecht, da kriege ich die Kopfschmerzen. Das ist Weihnachten, aber wenn man das die Gäste ist gebrannte wieder, Mandel. Wenn man ist möchte, das? Dass die Gäste schnell wieder gehen. Aber es könnte, jetzt müsste ich die anderen noch mal riechen. So. Und jetzt? Scheiße, aber ist das Weihnachten oder soll das der Herbst sein, weil es eben einläutet? Nein, für mich war das letzte Mal. Was ist der Herbst? Eine Zahl bitte von 1 bis 3. Hätte ich auch gesagt. Ihr seid beide bei der 2. Mhm. Ja. Die das drei ist hier Weihnachten. War die zwei. Hm, was ist das? Das ist Weihnachten. Das ist Apfel. Apfel. Ah. Ja, das ist doch gut. Einfach das ist doch Herbst. Apfel, so spätsommerlich. Das hier war die Nummer... 1, 3. Und das soll der Herbst sein? Das ist die gebrannte Mandel. Das ist der Kürbis. Es ist einfach, wie du gesagt hast... Ja, aber in welchem Labor hast du denn den Kürbis her? Das riecht nach Weihnachten? Riecht volle Leute nach Weihnachten. Was riecht? Oder wie Butterpopcorn. Ich finde auch Popcorn. Ich bin bei diesem karamellisierten Popcorn. Es riecht schon, komischerweise besser, wenn man bevor du die anzündest, habe ich Kopfschmerzen davon. Ich habe es das ganze Wochenende in meiner Bude gehabt. Und der war super. Seitdem finde ich alles super. Wir kommen zu einer wunderbaren News, liebe Zuschauer. Gott, ich höre jetzt selber die ganze Zeit, Laura. Wir kommen zu einer super News. ein umweltschonendes U-Boot gab es so noch nie. Könnte die Zukunft sein. Made in Germany. Ja, gut, haben wir auch jetzt gesehen. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie lernen jemanden kennen, es läuft total gut und dann meldet er oder sie sich einfach nie wieder. Oh, ghosten, ne? Ja. Ghosten auf einmal, weg. In Zeiten von Tinder, Instagram und Co. ist das Datingleben zum Teil richtig brutal. Ignoriert werden ist dann wirklich noch das geringste Übel, muss man sagen. Und schon wieder bin ich die Schweiz, muss man sagen. Kollege Haunerland sagt gerade eben noch, ich bin genauso aufgewachsen. Mein ganzes Leben lang gab es eben nicht die Markenware aus dem Supermarkt, sondern die No-Name-Produkte. Die No-Name-Produkte, weil genauso gut, sagen die Eltern.
bei Frau Merkau. Ich weiß, es ist total sympathisch, ja auch. Nein, mir kann ja sein, dass das auch stimmt. Ich muss leider sagen, ich bin, und früher war das anders, da gab es ja noch gar nicht diese Riesenentscheidungen jetzt so bei uns, aber ich bin leider ein kleines Markenopfer, ich kann es nicht anders sagen. Und ich habe auch das Gefühl, dass es anders schmeckt. Ja, und genau deswegen testen wir es ja. Allein jetzt im September, im Vergleich zum Vorjahresmonat, sind die Preise schon wieder um 7,5% gestiegen für Lebensmittel. Aber wurden auch Cornflakes getestet? Das sehen wir gleich. Echt schön. Ja, sehr. Polarlichter sind auch was Schönes. Ich will es immer sehen. Das ist wirklich so Bucketlist-Check, irgendwann Polarlichter sehen. Für vielen Lebenstraum. Diese grün-gelben, wolkenähnlichen Leuchtschleier am Himmel ist ein faszinierendes Naturspektakel. Das ist natürlich, wenn man gar nicht wegfahren muss. Und das Polarlicht war gerade eben sogar schwarz-rot-gold. Das war richtig schön. Jetzt kommen Sie in Nordrhein-Westfalen, macht das Polarlicht, macht einmal Betriebsausflug. Nicht mehr grün in Skandinavien. Was denn? Private Einblicke. Es geht jetzt um Jean-Paul Gaultier. Ich muss noch mal zurecht. Gestern saßen die beiden zusammen auf einem Macaron und einem kleinen Espresso und die haben sich was zu erzählen gehabt. Was er alles von ihr wissen wollte, das klären wir gleich. Ja, genau, bis gleich. Schön. Wahnsinnig, wir waren ja gerade gemeinsam auf dem Fernsehpreis. Die ist einfach großartig lustig und dabei so süß, naiv, wirklich total toll. Also, dass man mit dem Alter noch kein Schokoeis essen kann, ohne so einen Rand zu haben, ist wirklich, dafür könnte ich sie schon sehr sympathisch, aber bei Mama und Schwester hätte ich einmal düsch gemacht. Ja, ne, immer was Schönes, du hast ja was zwischen den Zähnen oder deine Lippen oder sowas, wir korrigieren uns ja auch gerne mal. Es gibt immer, wenn man mit einer Partnerin oder mit einem Partner moderiert, dann guckt man ganz kurz vorher, habe ich da was? Habe ich nochmal gesetzt? Nee, alles gut. Ja, oder? Besser auf oder jeden macht Fall. Man das jeden Tag. Boah, Leute, Gott sei Dank ging das nicht auf. Ne, der Apropos Plan. Hund, ja. Ich habe noch eine Top-Story aus Amerika. Bitte? Zum Thema Hund. Der US-Präsident Joe Biden hat jetzt keinen Hund mehr. Sein Hund Commander, der Schäferhund, den habt ihr schon gesehen, der ist ja 2 Jahre alt, der wurde, es klingt ein bisschen dramatisch, der wurde jetzt an einen unbekannten Ort gebracht. Oh Gott. Das sagt man sonst Kindern immer, ne? Der wohnt jetzt auf dem Land. Nee, der ist an einen unbekannten Ort gebracht worden. Der darf nicht mehr im Weißen Haus wohnen, der Hund, weil der in den letzten 1,5 Monaten 10 Secret Service Beamte angegriffen hat. Der hat einfach gebissen. So, hallo, schnapp. Und das ist nicht der erste Hund, das ist schon der zweite Hund, der von den Bidens da rausgeholt wird. Von den Bidens. Von den Bidens. Von den Bidens. Und jetzt ist er im Bunker für ewig, ne, das arme Tier. Oh Gott, nein, sag das nicht. Das glaube ich. Nein, der ist irgendwo auf dem Land, sitzt alleine. Der arme Commander. Er läuft über grüne Wiesen. Der Commander sein. Ja, ist das schlimm, oder? Oder ist schon der zweite Hund weg. Ja. Danke dir, Bene. Gerne. Danke. So. Die besten Bewerbungskniffe haben wir gleich für Berufseinsteiger. Ja, also welche Fragen? Ich gesagt, wenn du bei der Bank arbeiten willst, darfst du aber nirgendwo irgendwas durchblitzen lassen. Also sind wir aber auch ein bisschen vielleicht in die Neuzeit gerutscht, oder? Ja, müssen wir gucken. Fragen wir gleich. 6.25 Uhr, jetzt die Nachricht mit Stefanie Puls. Guten Morgen. Guten Morgen. Kurze Frage. Wenn Schauspielerin Emma Stone und Hollywood-Star The Rock ein gemeinsames Baby hätten, wie sähe das aus? Also erstmal hieß es Dwayne Stone Rock. Rockstone. Sie ist ja sehr klein und zart und er ist ja riesengroß. Also was wäre es dann? Wäre es riesengroß oder winzig klein? KI hat... Und bitte einmal ich hätte gedacht, dass das ein halbstündiges Diskussionsthema wird. Man muss ja die Wahrheit auch mal aussprechen. Dazu muss aber auch sein, oder? So, hier ist gute Stimmung am Freitag. Ich hoffe, bei Ihnen zu Hause auch. Nur meine Stimme hat schlechte Stimmung. Aber wir machen weiter mit sehr guten News aus der Welt der U-Boote. Made in Germany. Ich glaube, wir haben hier in der Sendung sogar mal den Test gemacht. No-Name-Artikel gegen Markenartikel. Mhm. Ich bin der Meinung... No-Name gegen die Markenwaren. Ja. Tatsächlich haben nämlich die Supermärkte einen riesengroßen Anstieg mit den No-Name-Produkten, weil ja alles teurer wird. So ist es. Stefanie Puls jetzt mit den Nachrichten. Guten Morgen. Eine Minute nach 7. Schönen guten Morgen. Markenprodukte im Supermarkt sind total out. Die No-Name-Produkte, die boomen. Die Eigenmarken. Rund 10% mehr Umsatz machen die Supermärkte inzwischen mit diesen No-Name-Lebensmitteln. Wahnsinn. Aber schmeckt man den Unterschied? Ich glaube, ja.